Willkommen zu einem neuen Dreiviertelklang hier aus der Kreuzkirche in Bauerbach. Die Sonne scheint, es ist Frühling geworden. Aber so recht will uns die schöne Märzsonne nicht wärmen, denn ein großer Schatten hat sich über uns alle gelegt mit diesem schrecklichen Krieg in der Ukraine. Millionen sind auf der Flucht. Unzählige werden getötet, verwundet. Familien werden getrennt. Frauen und Kinder sind angekommen, auch in Marburg. Menschen auf der Flucht. Und sie kommen ja nicht nur aus der Ukraine. Sie sind auch unterwegs in Syrien, in Somalia, im Jemen, in Afghanistan. An so vielen Orten auf dieser Welt Krieg. Wir wollen um Frieden bitten. Wir wollen um ein Ende von Hass und Gewalt bitten und beten und singen. Atemlos verfolgen wir die Nachrichten im Moment. Vielleicht mag dieser Dreiviertelklang ein wenig Rast bringen, Luft zum Atem holen. Das wünsche ich uns. Atemzeit, Zeit zum Atmen. Es ist Atemzeit. Es ist Zeit zum Atmen. Die Last des Tages lasse ich los. Ich bin nur mit mir und meinem Atem in der Stille. Atemlose Stille. Es ist Atemzeit. Zeit zum Atmen. Ich lade dich ein, tief in dich hineinzuatmen und loszulassen. Es ist Atemzeit. Die Bibel ist voller Geschichten, die auf den ersten Blick gar nicht so gut anfangen und dann überraschenderweise trotzdem gut ausgehen. So wird im ersten Buch Mose von Hagar erzählt. Sie wird vom Vater ihres Kindes, der sich dieses Kind aber mit ihr gewünscht hat, mitsamt dem kleinen Sohn in die Wüste geschickt. Dort irrt sie jetzt umher. Der kleine Ismael ist nah am Verdursten und Hagar ist völlig verzweifelt. Auch heute sind Mütter unterwegs. Von der Ukraine in Richtung Sicherheit in Deutschland, Polen und Moldau. Und sie leben überall auf der Welt.
Manchmal sehe ich es in den Nachrichten und dann möchte ich am liebsten gar nicht mehr hinschauen. Aber die Bibel erzählt, Gott schaut hin. Plötzlich geht Hagars Geschichte gut aus. Es gibt ein Lied darüber, als es endlich gut ist und Gott eingegriffen hat. Du bist ein Gott, der mich anschaut, heißt dieses Lied. Geschichten können gut ausgehen. Da, wo Menschen sich wahrgenommen und geliebt fühlen. Da, wo Menschen ihre Würde wiederfinden. Ein Stück Himmel auf der Erde. Gottes Engel ruft mit zärtlichem Klang der Verzweifelten zu, du bist nicht allein. Und Hagar findet Wasser. Und ihre Geschichte geht am Ende gut aus. Darum traue ich mich, trotzdem hinzuschauen, da, wo ich am liebsten auch wegschauen würde. Über 80 Millionen Menschen weltweit auf der Flucht, wie damals Hagar. Die Hälfte davon Kinder. Kann diese Geschichte gut ausgehen? In der letzten Strophe des Lieds heißt es, durch all meine Fragen gehst du mir nach und hältst behutsam die Sehnsucht wach. Die Sehnsucht nach einer Welt, in der es barmherziger zugeht, mütterlicher. Einer Welt, die nicht mehr von Eigennutz und Gewinnstreben und Gewalt geprägt ist. Eine Welt, auf der Platz ist für einen behutsamen Gott und auf der Menschen lernen, selbst behutsamer zu werden, mit sich selbst und mit anderen. Wo sie aufeinander achten und wo kein Mensch seine Würde verliert. An vielen Orten wird gerade solche Freundlichkeit und Barmherzigkeit gelebt, auch hier bei uns. Danke allen, die mit Spenden, die mit tatkräftiger Hilfe und die mit Wohnraum für die Flüchtlinge die Worte des Liedes wahr werden lassen. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Dein Engel ruft mich da, wo ich bin. Wo kommst du her? Durchkreuzt sein Wort meine Wüstenzeit. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist der Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die Hoffnung kommt auf und Leben.
und hältst behutsam die Sehnsucht wach. Du bist ein Gott, der mich anschaut. Du bist die Liebe, die Würde gibt. Du bist ein Gott, der mich achtet. Du bist die Mutter, die liebt. Du bist die Mutter, die liebt. Wie können wir in Frieden leben? Wie können wir in Frieden leben, wenn wir uns wie wilde Tiere benehmen? Wie können wir in Frieden leben, wenn wir Wehrlose vergewaltigen? Wie können wir in Frieden leben, wenn wir des Friedens nicht mächtig sind? Wie können wir in Frieden leben, wenn die Rosen bluten und die Weiden weinen? Wie können wir in Frieden leben, wenn wir die Aggressionen unterdrücken und es friedvoll meinen? Wir können in Frieden leben, wenn wir uns selbst und andere lieben. Das 11. Gebot. Es tut Not für ein 11. Gebot. Gott gab Moses 10 Gebote für uns Menschen, verbunden mit Sehnsucht und vielen Wünschen. Doch was haben wir aus Mutter Erde gemacht? Haben wir unsere Handlungsauswirkungen bedacht? Hunger, Krieg, Vertreibung, Flucht und Not. War das von unserem Schöpfer so gewollt? Vater und Mutter sollen wir ehren. Unsere Kleinsten, unsere Kinder können sich nicht wehren. Was hinterlassen wir den Kindern unserer Welt? Hitze, Dürre, Mangel an Wasser, die Liebe fehlt. Deshalb brauchen wir ein 11. Gebot. Ehret unsere Kinder, sie sind in höchster Not. Thank you.
Zur Freiheit hat uns Christus befreit. Was für ein schönes, was für ein großartiges Wort im Neuen Testament. Und wie bin ich doch beschenkt, dass ich solche Freiheit habe. Frei kann ich singen. Frei darf ich predigen hier in dieser Kirche. Frei darf ich sprechen. In aller Freiheit kann ich demonstrieren gehen und dabei jedes Wort sagen, das ich möchte. Ohne Angst zu haben. Ohne gefährdet zu sein, dafür in Gefangenschaft zu geraten. Meine Freiheit, sie ist mir viel wert. Was ist mir meine Freiheit wert? Die Freiheit, die es mir im Leben erlaubt, ganz frei und unbeschwert, mich ohne Grenzen zu bewegen. Der Klang. Du hörst mich, wenn du nichts hörst, wenn die Pause das Signal gibt, jetzt. Dem Klang kannst du nicht ausweichen, unausweichlich. Dich berührend, deine Seele schmeichelnd im Takt des klopfenden Anschlags, verändert sich etwas. Es öffnet dein Herz. Höre den Klang in deinem Herzen. Thank you.
Das war unser Dreiviertelklang in diesem besonderen Frühling 2022. Dankeschön fürs Zugucken. Dankeschön fürs Hinhören. In atemloser Zeit, vielleicht sind alle ein wenig zu Atem gekommen. In rastloser Zeit, vielleicht konnte dieser Dreiviertelklang ein bisschen Rast auf dem Weg werden. Herzlichen Dank, lieber Hans-Walter Putze aus Bürgeln, für diese besonderen Instrumente, die uns nun einen Ausklang bescheren. Ich danke Ihnen ganz herzlich für den wunderbaren Nachmittag und sage einen ganz lieben Dank an die Technik.